Der Körper ist unser Freund. Er ist viel weiser als wir. Er ist mit allem verbunden und trägt deshalb eine große Weisheit in sich. Im Seminar Symptomaufstellungen lernen wir, auf seine Stimme zu hören. Als Arzt und Systemaufsteller über Jahrzehnte fand ich heraus, dass alle körperlichen und seelischen Symptome und Krankheiten Botschaften bringen, die sie zur Heilung auf persönlicher und kollektiver Ebene brauchen. Grundsätzlich gibt es drei Kategorien von Botschaften und Hinweisen, die von Symptomen und Krankheiten vermittelt werden können. Erstens die sachlichen Botschaften. Das sind Hinweise und Erkenntnisse, die Sie in der aktuellen Phase Ihres Lebens dringend brauchen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Zum Beispiel im Berufsleben. Zweitens gibt es Botschaften, die darauf hinweisen, dass Ihre Seele vielleicht nicht vollständig ist. Dass Sie einen Seelenanteil irgendwann in der Vergangenheit zurückgelassen haben, zum Beispiel in einer traumatischen Situation in der Kindheit oder auch in einem früheren Leben. Drittens gibt es Botschaften, die Ihnen sagen, dass Ihr Clan nicht vollständig ist. Dass in Ihrem Clanbewusstsein ein bestimmter Mensch fehlt. Krankheiten und Symptome werden oft von diesen generationsübergreifenden Belastungen ausgelöst, die auf ein vergessenes Schicksal eines früheren Familienmitglieds zurückgehen. Die Muster der sich wiederholenden Traumata in Familiensystemen verbinden sich oft mit einer großen Bandbreite von kollektivem Trauma, wie Krieg, Genozid, Vertreibung oder auch die Abwertung und Unterdrückung von Frauen durch patriarchale Gesellschaftssysteme und Religionen. Im Seminar Symptomaufstellungen werden wir Traumamuster über mehrere Generationen verfolgen und die Verbindung zu dramatischen kollektiven Ereignissen auf der Ebene der Nation, der Menschheit und sogar der Natur entdecken. Dazu werden wir die Symptome und Krankheiten der Teilnehmer systemisch aufstellen. Auf dem Weg zur Heilung identifizieren wir die Botschaften, sehen, welch fehlenden Teil sie bringen und schaffen dadurch die Möglichkeit, dass die Klientin oder der Klient und die gesamte Gruppe die verlorenen Anteile ins Bewusstsein integrieren. Denn die kollektiven Traumata der Vergangenheit und unserer jetzigen Zeit berühren uns alle, jeden von uns, auf die eine oder andere Weise. Die energetisch-schamanische Heilmethode Healing Voices, die ich in den letzten 15 Jahren entwickelt habe, intensiviert die heilenden Bewegungen in den Aufstellungen auf eine erstaunlich kraftvolle Weise. Die große Entdeckung bei der Arbeit mit Healing Voices in Aufstellungen war, dass die heilenden Energien überall vorhanden sind, genauso wie die Informationen über menschliche Beziehungen und frühere Ereignisse, zu denen wir normalerweise durch Systemaufstellungen Zugang gewinnen. Die heilenden Energien warten auf uns in der Luft, wie in einem speziellen WLAN-Feld. Doch um wirksam zu werden, brauchen sie einen Menschen als Medium, der ihnen Körper und Stimme verleiht. Wenn ich mit Healing Voices in Aufstellungen arbeite, mache ich genau das. Ich stelle mich in die Systemposition der Heiler und stelle ihnen meinen Körper und meine Stimme zur Verfügung. Dann beginnen die heilenden Energien durch Gesten und Töne auf verschiedenen persönlichen und kollektiven Ebenen zu arbeiten. Im Grunde bringen sie ganz sanft blockierte Energien auf körperlicher und seelischer Ebene ins Fließen. Das Wichtigste aber ist, sie beleben abgeschnittene Verbindungen. Alle Teilnehmer, egal ob sie ihre eigene Aufstellung erleben, als Repräsentantin in einer Systemrolle stehen oder im Außenkreis eine schamanische Heilung miterleben,
profitieren im gemeinsamen Erleben von dieser Erfahrung. Im Seminar Symptomaufstellungen können Sie Teil von diesen kraftvollen kollektiven Heilbewegungen werden. Sie sind ein wichtiger Teil der Ganzheit, der Familie, der Gesellschaft, der Menschheit. Die Zustimmung zu dieser Wahrheit eröffnet neue Wege in Ihrem Leben.